Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zum ersten Wochenrückblick diesen Jahres mit einer ganzen Woche. Es ist kaum zu glauben, die erste Woche ist schon wieder rum. Sie war sehr entspannt, fand ich, dadurch, dass wir in Bayern ja Mittwoch den Tag frei hatten und es sozusagen eine 4-Tage-Woche war. Arbeitstechnisch, ja, ist schon ein bisschen mehr los, aber noch absolut in Ordnung. Es ist halt da Jahresende, Jahresanfang immer ein bisschen so. Aber damit kann man gut leben. Ich bin recht gut zum Lesen gekommen, habe heute Morgen, also bei mir ist heute Samstag, das zweite Buch dieser Woche gelesen. Ich habe auch ein Magazin gelesen, aber das zeige ich euch alles. Ich hatte dieses Jahr begonnen mit All die verdammt perfekten Tage von Jennifer Niefen. Habe dann gelesen Die unsichtbare Bibliothek von, ja, und den Namen muss ich jetzt nachlesen, von Genevieve Kohmann. Nur Französisch, ich hoffe, man spricht es so aus. Und das waren die beiden Bücher dieser Woche. Ihr findet unten natürlich in der Infobox dazu, wann welches Buch besprochen wird in meiner Bücherwoche. Aber ich möchte anfangen mit etwas, das es auf YouTube und auch BookTube schon länger gibt, Share the Love. Wo ja der BookTuber, YouTuber, wir sind ja im Grunde alle YouTuber, Kanäle empfiehlt. Und ich möchte keine Kanäle empfehlen, sondern ich möchte eine liebe Person empfehlen. Und zwar die liebe Miriam ist unter die BookTuber gegangen. Und sie hat am Freitag ihr erstes Video hochgeladen, ihren Monatsrückblick Dezember. Und man findet sie hier unter MJ Liest. Und sie kommentiert schon unglaublich lange, so ziemlich jedes meiner Videos ist auch auf Instagram dabei, auf Facebook. Und wir haben im Dezember zwei Bücher miteinander gelesen und haben uns da eben über WhatsApp auch ausgetauscht und tauschen uns da über viele liebe andere Dinge auch noch aus. Und sie ist jetzt da, sie hat sich das vorgenommen für 2016. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal bei ihr vorbeischaut, ihr vielleicht auch einen lieben Gruß von mir da lasst. Ihr findet ihren Kanal natürlich unten in der Infobox. Und liebe Miriam, herzlich willkommen auf YouTube, auf BookTube. Ganz viel Spaß und ich freue mich über deine Videos, die da kommen werden. Und ich denke, es ist doch ein guter Einstieg in das neue Jahr, wenn man gleich ein bisschen lieben Menschen, einen anderen lieben Menschen empfiehlt oder eben umgekehrt. Und ich denke, ihr seid vielleicht auch auf der Suche nach noch lieben neuen BookTuber, nach netten, sympathischen Menschen und gibt es ja nicht so häufig, wobei ja BookTube, ich glaube, noch nicht ganz so von diesem Gezerre, wie es ja so in den größeren Bereichen auf YouTube dann zugeht, da ist BookTube ja meistens davon verschont. Und das ist eigentlich schon ganz schön. Ja, wie ihr auch unschwer erkennen könnt, war ich beim Friseur diese Woche. es ist schon ein bisschen sehr kurz geworden. Es war aber einfach mal ein Versuch. Und ich glaube, in zwei Wochen sieht es so aus, wie ich es ursprünglich vielleicht mir gedacht habe, dass es sein sollte. Also die Seiten sind schon wirklich sehr kurz geworden. Aber ja, es war ein Versuch und man muss manchmal eben Dinge auch einfach probieren, um dann sagen zu können, ja, so war es gut oder nein, so war es nicht gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht gut ist. Ich bin ja grundsätzlich ein großer Fan von kurzen Haaren, eben auch an mir, weil ich einfach finde, das bin ich. Und ich finde es halt einfach schon nur einen Hauch zu kurz. Also wie gesagt, jetzt wenn mal so eine Woche, zwei vergangen sind, ist das wieder absolut meine Länge. Und ich mag das oben so ein bisschen frecher und ich mag es, wenn man so durchgeht. Und ich mag das unglaublich gerne. Und ich glaube, ich habe so mittlerweile ein bisschen meine Frisur gefunden. Farbentechnisch finde ich nach wie vor das helle Blond sehr, sehr schön. Es klappt auch jetzt ganz gut so mit dem Nachfärben und so. Ich meine, man hat halt doch relativ dunkles Haar, da tut man sich ein bisschen schwerer. Aber ja, für jeden, der jetzt sagt, es ist irgendwas anders und man weiß nicht, was es ist, das habe ich öfter in den Kommentaren, ich habe sozusagen verraten. Und jetzt denke ich, fangen wir einfach mal mit den Büchern an. Ja, mit meinem ersten Buch 2016, All die verdammt perfekten Tage von Jennifer Niefen, ist im Dezember im Limes Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt und kostet als E-Book 12 Euro, als broschierte Ausgabe 15 Euro. Ich habe es als E-Book auf meinem Tolino gelesen. Und ich hatte dieses Buch auch in meiner Buchvorschau für Dezember vorgestellt, hatte daraufhin dann eben auch den Verlag angefragt, weil ich einfach die Idee hinter diesem Buch so cool fand und die Geschichte so ansprechend durch den Klappentext
Und auch das Cover, wie ihr sehen könnt, ja wirklich sehr, sehr schön gemacht ist. Und ich glaube, wir kennen alle die verdammt perfekten Tage, die ja doch sehr, sehr selten sind in unserem Leben oder eben auch einfach die verdammten Tage sind, weil perfekt ist ja fast auch ein bisschen langweilig. Und wir haben hier die Geschichte zweier Jugendliche, Violet und Finch. Und die Geschichte wird auch aus diesen beiden Perspektiven erzählt. Der Perspektivwechsel wird sehr schön dargestellt, indem eben oben in der Überschrift auch dort steht, wer man eben gerade ist. Was ich persönlich immer sehr schön und sehr angenehm finde, damit man eben nicht durcheinander kommt. Und Violet ist ein Mädchen, das es ein bisschen schwer hatte im letzten Jahr. Sie hat ihre Schwester bei einem Autounfall verloren, saß mit dem Auto, kam nur leicht verletzt davon. Die Familie, alle sind so, gehen so ein bisschen auf Eier mit ihr, sind sehr vorsichtig und auch sich selbst nutzt das natürlich auch. Um sich zurückzuziehen, um keine Schulaufgaben zu machen, um sich selbst zu verkriechen, um im Selbstmitleid auch zu versinken. Und sie hat eigentlich keine rechte Lust auf das Leben, was da sich so abspielt. Sie will nicht mehr sich mit ihren Freunden treffen. Sie findet, dass das alles so unwichtig ist, diese Oberflächlichkeiten. Und sie vermisst ihre Schwester und denkt sich einfach jeden Tag, ach, wäre ich doch einfach mit ihr gegangen. Und so findet sie sich eines Tages auf dem Glockenturm der Schule wieder und ist dort ganz überrascht, dass sie einem jungen Mann über den Weg läuft, einem Mitschüler. Und das ist unser zweiter Charakter in diesem Buch, das ist Finch. Und auch Finch hat kein allzu leichtes Leben. Er hat ein sehr schwieriges Familienhaus. Er hat einen Vater, der zu Gewalt neigt, der sich jetzt von seiner Mutter getrennt hat, der jetzt sich eine zweite Familie gesucht hat. Er hat Schwestern, die eigentlich ganz nett sind, aber jeder interessiert sich nur für sich selbst, keiner für den anderen. Und er fühlt sich einfach so ein bisschen leer und allein und kann das Leben nicht so genießen und ist auch so ein bisschen der Freak, was einfach irgendwie, ich glaube, erst mit seiner kleinen Größe, dann mit seiner extrem großen Größe zu tun hatte und er fühlt sich einfach nicht so wohl in seiner Haut. Und beide treffen sich auf dem Glockenturm und beide retten sich mehr oder weniger, denn Finch möchte Violet wieder ins Leben zurückbringen. Er nutzt das Schulaufgabenprojekt, dass man seine Heimat besser kennenlernt und nimmt sie mit auf die Reise durch ihren Bundesstaat oder auch an die Grenze. Sie gucken sich merkwürdige Sehenswürdigkeiten an und dadurch, dass er ihr im Grunde Mut macht, merkt auch Violet, dass sie Finch etwas Gutes tut. Und so versuchen beide, sich ein bisschen zu retten, in das Leben reinzubringen. Natürlich spielt ein bisschen Liebe und Freundschaft mit. Und es gibt die ein oder andere Wendung, die einen wirklich überrascht, die einen mitnimmt und auch das Ende eben einfach sehr, sehr offen lässt, bis es eben zum Ende hinkommt. Das Besondere an der Geschichte war für mich wirklich der Charakter des Finch, der mir teilweise sehr, sehr ähnlich war. Also ich habe mich sehr oft in Finch wiedererkannt, wie ich eben auch so als junger Mensch war. Jetzt nicht über Selbstmordgedanken oder so, nein, das hatte ich zum Glück nicht. Aber ich fand ihn einfach so mit seinem trockenen Humor, mit diesem Sarkasmus, ich fand ihn sehr gelungen. Er hat mir beim Lesen sehr viel Spaß gemacht, weil ich dachte, Mensch, so vor 10, 15 Jahren hast du auch noch solche Dinge von dir gegeben, so neunmal gescheite Sachen. Und ich habe früher sehr, sehr viel mehr aus Büchern zitiert und wirklich, wo es eigentlich im Nachgang nie gepasst hat. Die Leute wussten es nur nicht, weil sie das Buch nicht kannten. Und das macht Finch auch und ich finde das so geil. Und ihr merkt es hat mich wirklich amüsiert, weil ich dachte, ich bin die einzig Verrückte gewesen, die das macht. Ich mache das heutzutage noch, auch im Familienfreundeskreis gibt es sehr viele Zitate, was weiß ich, wenn es um Golden Girls geht, Sex and the City, Herr der Ringe. Zitate so à la, wenn jemand mal irgendwie Licht braucht und wir sprechen dann, oh, gebe uns das Licht, eher Rendils, und dann geht es so weiter. Und ich dachte immer, das ist so, wir sind hier die Verrückten. Aber ich fand das im Buch sehr cool. Auch beide, wenn miteinander gesprochen haben, haben sie sich manchmal eben mit Buchzitaten unterhalten. Aus Evi Briest, aus von den Bronte-Schwestern, aus Narnia, wenn es um den Wandschrank ging. Sie haben viel von Virginia Woolf zitiert, was ich sehr gelungen fand. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, das zu lesen, gerade wenn man die Bücher einfach selbst kennt. Hat einfach was und macht einfach besonderen Spaß, das dann wiederzuerkennen. Ich mochte bei Finch auch seine Angewohnheit des Nichtschlafens. Er ist ja jemand, der absolut sagt, Schlaf ist totale Zeitverschwendung und braucht man einfach nicht. Und so sehe ich das ja auch. Schlaf ist überbewertet. Ich habe früher noch viel, viel weniger geschlafen, teilweise wirklich nur 4 Stunden in der Nacht.
Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob es dem Körper unbedingt schlecht getan hat. Mir ging es da eigentlich schon sehr gut. Aber ja, der Mensch braucht natürlich Schlaf, keine Frage. Aber auch ich schlafe so wenig, wie es geht, weil ich eben einfach meinen Tag ausnutzen möchte. Und das war bei Finch eben auch so. Und er hat dann eben auch die Dinge erzählt, die er in dieser Zeit macht, wo er sonst geschlafen hat. Und ich fand das so lustig und mir hat das so gut gefallen. Und ich dachte mir, der Junge ist echt geil. Vielleicht, weil er mir im Grunde so ähnlich war und so ich das eben einfach so kannte und dachte, ja, als junger Mensch war ich noch viel, viel extremer als heute, wo ich da einfach dachte, Mensch, so unmöglich warst du wahrscheinlich auch mal, als du jung warst und dachte, nur hoffentlich werden meine Kinder mal nicht so, aber ja, auch Violet hat sehr lustige Seiten an sich, ist natürlich schon ein bisschen eher der melancholische, ruhigere Typ, hat aber ganz viel Tiefe bekommen durch den Unfall ihrer Schwester und mag eben all diese Oberflächlichkeiten wie Cheerleading und wie sehen deine Haare aus und meine Haare aus und damit kann sie eben nichts anfangen und ich finde diesen Wandel, den sie erlebt, eben einmal von diesem Cheerleader hin zum ruhigen Menschen und wie es eben dann Finn schafft, sie ein bisschen aus dieser ruhigen Melancholie herauszuholen, was da in ihr steckt, sehr, sehr gelungen. Also Jennifer Neven hat hier wirklich ganz, ganz tolle, tiefe Charaktere geschaffen, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben, die mich super gut unterhalten haben, die mich in eine Geschichte mitgenommen haben, die mich absolut begeistert hat. Es gibt die ein oder andere Schwachstelle, wo ich so dachte, jetzt haben wir das Thema auch genug besprochen. Deswegen, ne, es ist nicht das perfekteste Buch, aber es ist unglaublich gut und es hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich war einfach super begeistert und ich denke, es war ein sehr perfekter Auftakt des Jahres und ein Buch, das einem länger in Erinnerung bleibt, vor allem, weil man sich eben einfach so Dinge mit herauszieht und ja, wenn einem schon mein Charakter so ähnlich ist, dann kann man es natürlich ziemlich vergessen. Schlimm, ich sage nur schlimm und der Gedanke war wirklich ganz oft, hoffentlich werden meine Kinder nicht so. Also weil ich glaube, ich war gerade als Jugendlicher schon sehr extrem. Also nicht irgendwie Alkohol, Drogen oder in sowas, aber so neu mal klug. Ne? Und als 16-Jähriger ist das schon, glaube ich, als Eltern schwierig. Also ja, vielleicht jeder, der das als 16-Jähriger jetzt sieht, haltet euch zurück. Und ja, aber man lacht drüber im Alter. Also von daher, ja, und Lachen ist ja gesund und sollte man sowieso viel, viel mehr tun. Und ja, kommen wir nun zum zweiten Buch, das ich auch auf meinem Tolino gelesen habe. Die unsichtbare Bibliothek von Genevieve Kochmann. Ich hoffe, man spricht es aus. Ist erschienen im Bastei Lübbe Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Ist am 10. Dezember erschienen, kostet als Taschenbuch 15, als E-Book 12 Euro und hat knapp 432 Seiten. Habe ich, wie gesagt, heute früh, Samstag, morgen noch im Bett beendet, denn mit dem Tolino, der hat ja Licht, kann ich sozusagen auch morgens lesen, ohne groß den Rollo aufmachen zu müssen. Hier habe ich ein Außenrollo, sodass es schön dunkel ist, da sehe ich sonst nichts und Licht anmachen. Aber so Tolino, das geht auf jeden Fall immer. Und mich hat dieses Buch sehr, sehr angesprochen, weil es zum einen natürlich um Bücher geht, um eine unsichtbare Bibliothek und hier von sehr, sehr viel Fantasy die Rede war. Und das ist auch absolut zutreffend. Also man hat unglaublich viel Fantasy in diesem Buch, denn es geht um Irene oder Irene, wie auch immer wir sie aussprechen möchten. Bei mir war es irgendwie Irene. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich es für eine ausländische Autorin, sozusagen eine französische, Genevieve, und dann habe ich eben eine Irene draus gemacht. Und Irene ist Bibliothekarin eben für diese unsichtbare Bibliothek und diese Bibliothek hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bücher aus verschiedenen Welten, aus verschiedenen Zeiten zu suchen und zu sammeln. Das heißt, wir haben hier nicht nur Zeitreise, nein, wir haben auch Parallelwelten. Das heißt, man reist in unterschiedliche Welten hinein, die anders sind als unsere, insofern wir in diesem Buch eine unsere Welt haben, denn Irene hat eine ganz andere Welt, wie zum Beispiel ihr neuer Lehrlingskollege Kai. Beide kommen aus unterschiedlichen Welten, wo eben zum Beispiel es einfach viel mehr Magie gibt. Also es gibt Welten, in denen es vollkommen in Ordnung ist, dass Leute zaubern. Es gibt Welten, wo es normal ist, dass Vampire Bürgermeister sind oder Werwölfe eben bei der Polizei arbeiten. Es gibt unterschiedlichste Welten, es gibt diese in unterschiedlichster Sprache, es gibt Welten mit unterschiedlichen Büchern, unterschiedlichen Zeiten, was auch immer. Also ist alles, was man sich am Bandbreite vorstellt und wir erleben das, sehr viele dieser Parallelwelten in dieser Geschichte und das war echt großes Kino. Also das fand ich unglaublich toll, die Fantasie, die in diese Welten gesteckt wurden, hat viel, viel Spaß gemacht und es ist im Grunde einfach nur eine
ja, Detektivreise, eine Reise durch eine dieser Parallelwelten mit Irene oder in diesen Parallelwelten, um eben verschiedenste Bücher zu suchen. Wir suchen zum Beispiel Scrimsche Original, ein Buch, das in irgendeiner Parallelwelt liegt und irgendwie wichtig ist und wir noch nicht wissen zu Beginn, warum gerade diese Bücher wichtig sind, ob sie in einer gewissen Sprache sind, die wir nochmal brauchen oder wie auch immer, warum die in dieser unsichtbaren Bibliothek ja im Grunde gesammelt werden und wie das zusammenhängt. Und das ist wirklich eine Abenteuerreise, eine Fantasy-Reise, die unglaublich viel Spaß gemacht hat. Es war unglaublich bildhaft, es war lebendig, es war, man war einfach mit drin und Irene hatte einen unglaublich tollen Humor, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Der war manchmal auch einfach so platt und das fand ich einfach so cool. Und sie haut manchmal so Sätze raus, wo man echt so da sitzt und ich denke, Mädel, du bist geil. Und auch diese Kollegialsein mit Kai, der eben ganz neu im Grunde, ich glaube erst 5 Jahre dabei ist, der als Außenstehender dazugekommen ist, während Irene eben schon Eltern hatte, die Bibliothekare waren und sie früher immer mitgenommen hat, nicht auf die gefährlichen Reisen, aber ja, die sich so aus unterschiedlichsten Welten kommen und der eine dann eben doch eher einen Bezug zur Magie hat und sie eher zu der Sprache und wie das dann ineinander so greift und wie gut das dann wirklich aufeinander aufgebaut ist, fand ich unglaublich toll. Mir hat wirklich dieses Reisen in diesen Parallelwelten sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war immer so ein Eintauchen, was erwartet uns jetzt, welche Sprache, wie ist es aufgebaut, welche Magie ist denn hier drin, gibt es viel Magie, gibt es keine, ist es eher düster, ist es eher hell. Das war unglaublich spannend und es war so viel Fantasy. Ich habe bis zur Mitte überlegt, ist es mega geil oder ist es einfach too much? Und es war am Ende wirklich einfach mega geil. Es hat mir so viel Spaß gebracht, das zu lesen und es war einfach alles von Fantasy da. Und es gibt dann auch Erklärungen, warum in der einen Welt es eben mehr Fantasy gibt als der anderen. Und es gibt Drachen, die sich dann darum kümmern, wenn irgendwas in der Welt verkehrt läuft. Und es gibt Elben und Elfen und ach, so geil. Es war so geil. Ich hatte so viel Spaß. Ich bin ja ein Fantasy-Mädchen und ich fand das einfach so mega und es war alles drin, was man gebraucht hat und ich glaube, man muss schon ja, sich dafür entscheiden, es zu mögen, wie es mir eben bei der Mitte ging, weil ich dachte, eigentlich ist es zu viel des Guten, aber es ist einfach mega und der Sprachstil von Genevieve Kogman, ich hab's nicht mit diesem Namen, der war halt auch wirklich ein, dass er einen so mitgenommen hat. Man ist abgetaucht in die Geschichte und 100 Seiten waren irgendwie nichts und man saß dann konzentriert eine Stunde vor seinem Buch und man war da so drin und man wollte es gar nicht mehr weglegen. Und es war wirklich ganz, ganz toll und hat viel, viel Spaß gemacht. Es wird im August, steht schon fest, ein zweites Buch geben. Auch irgendwas mit die Unsichtbare. Ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall eher blau gehalten. Und das landet jetzt schon auf meiner Buchvorschauenliste, weil ich da echt mega gespannt darauf bin. Ich weiß gar nicht, ob die Geschichten direkt miteinander zu tun haben oder ob es einfach nur so eine Geschichte mit viel Fantasy wieder wird. Da muss ich mich schlau machen. Das habe ich noch nicht gelesen. Aber ich war sehr angetan, als ich sah, oh, da gibt es irgendwie einen zweiten Teil und das ist eben so eine Reihe jetzt von Bastei Lübbe wird und ich fand es einfach Hammer. Sehr, sehr geiles Buch, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, jeder, der Fantasy mag, sollte da auf jeden Fall mal da drin abtauchen und das war es soweit an Büchern. Dann habe ich in den letzten 2 Wochen in der Herzstück gelesen, das Leben feiern und fand es wieder sehr, sehr gelungen. Ich mag diese Mindstyle-Magazine unglaublich gerne und mag auch die Herzstück sehr gerne. Es ist mir manchmal schon ein Hauch zu, ja, ja, es ist mir manchmal ein Hauch zu viel des Guten. Aber grundsätzlich sehr, sehr gut. Mir gefällt dieses Mal, es ist ein Yoga-Kalender drin enthalten, für jeden Monat eine Übung und Hinweise und Tipps und Tricks. Und fand ich sehr schön, hängt bei mir jetzt auch im Flur. Und hat einfach Spaß gemacht. Also das sind wirklich Magazine, die mir gefallen. Und jeder, der sagt, Mensch, 5, 6 Euro für so ein Magazin, da kriege ich fast ein Buch. Absolut richtig, ich lese aber auch lange an so einem Magazin. Also man könnte die eigentlich locker mit in den Büchermonat rechnen, weil es sind wirklich, es gibt fast keinen Artikel, den ich überblätter. Ich lese wirklich intensiv in diesen über 100 Seiten. Und wie gesagt, ich habe in den letzten 2 Wochen immer wieder da rangegriffen und gelesen. Das ist auch was, wo ich zwischendurch hingreife und ich sage, ich habe nur eine Viertelstunde Zeit. Und dann greife ich zu einem dieser Magazine, weil dann eben in ein Buch einzutauchen mir persönlich einfach zu wenig Zeit meistens ist. Aber ja, aber absolut empfehlenswert. Dann habe ich ja Samstag, Sonntag letzter Woche noch Game of Thrones, die Staffel 5 geguckt, die ja Gott sei Dank und zum Glück
Silvester und am 1., also am Neujahr, auf Sky gelaufen ist. Sonst hätte ich ja die über Amazon streamen müssen, was ja wiederum was gekostet hätte. Und ich war so happy, als ich Silvester entdeckte. Und dann gleich auf den Festplattenrekorder und gleich am 1. Januar weiter aufgenommen. Und Samstag, Sonntag geguckt und ich muss sagen, war es die 5. Staffel? Ja, es war die 5. Staffel, tatsächlich. Eine geile Serie. Also ich war wirklich mittendrin, ich bin hin und weg von dieser Idee und bin mega gespannt nach diesem sehr, sehr gemeinen Cliffhanger am Ende der 5. Staffel, wie es jetzt mit Staffel 6 weitergeht. Ich bin also sozusagen up to date. Ich bin genauso weit wie alle anderen Zuschauer, weil die 6. Staffel läuft ja jetzt erst irgendwie April, Mai. Ich hoffe, da gibt es demnächst mal ein Datum. Und selbst so weit, wie es ja die Bücherleser sind, da gibt es ja aktuell auch nur 5 Originalbücher. Die deutschen Bücher sind ja irgendwie aufgeteilt worden. Da ergibt ja 2 Bücher ein Originalband, was ich schon ein bisschen gemein finde, weil ich das persönlich wirklich Geldmacherei halte. Aber ja, okay. Ich habe ja demnächst Geburtstag, besser gesagt diese Woche, und ich durfte mir den 5er Schuber in Englisch bei Amazon bestellen und ich freue mich so. Das heißt demnächst noch mehr Game of Thrones und ich will unbedingt die Bücher lesen. Also ich habe ja immer gedacht, nee, wirst du nicht lesen, und das war ja auch eigentlich der Grund, warum ich dann mit der Serie anfing, weil ich dachte, nee, da wartest du nicht auf die Bücher, bis du die mal gelesen hast, aber ich will unbedingt tiefer eintauchen. Ich möchte ganz tief in diese Geschichte, in diese Welt um Westeros eintauchen. Ich will. Ich finde das so geil. Ich bin so drin, ich bin so begeistert und wusste dann tatsächlich ab Montag nicht, was machst du jetzt eigentlich? Weil ich habe ja auch Game of Thrones, gerade wie dann halt die DVDs, ist das ja mega praktisch. Da kann man morgens eben auch eine halbe Stunde während des Schminkens und des Frühstücks, und da lief das. Und ja, es war nicht immer überappetitlich, aber ja, früh so ein Schocker, da ist man gleich wach. Es irgendwie fehlt einem was. Man fällt da erstmal so in ein Loch und denkt sich, und jetzt? Ja, ich habe mir jetzt noch keine andere Serie in irgendeiner Art und Weise gesucht. Ich hoffe jetzt, dass demnächst Outlander die 2. Staffel kommt. Die lief ja letztes Jahr eigentlich um diese Zeit irgendwie an. Vielleicht wiederholt auch mal noch jemand die 1. Staffel, würde ich auf jeden Fall nochmal reinschauen. Hier finde ich es auch sehr schade, dass die DVD aufgeteilt wurde, also die Staffel in 2 DVD, wo ich denke, warum muss das wirklich sein? Also irgendwo, ja, das unterstütze ich dann auch ungern. Gebraucht habe ich sie, glaube ich, auch noch nicht gesehen, aber ja, Game of Thrones sozusagen jetzt beendet, jetzt erstmal so ein schwarzes Loch und hoffentlich geht's bald weiter, und ich glaube, jeder, der Serien guckt, weiß genau, was ich damit meine. Und ja, dann habe ich eine CD sehr gerne gehört diese Woche, die gar nicht mir gehört, sondern ein Weihnachtsgeschenk von mir an meine Mama war. Und ich mir die auf meinen MP3-Player geladen habe und ich die mega geil finde. Meine Mama hat die im Fernsehen gesehen und hat dann gesagt, Mensch, die klingen ja cool, und wie da wohl die CD ist. Und als aufmerksame Tochter dachte ich mir, Mensch, Mama hat ja eigentlich alles, aber sie hat von der CD, also von diesem Ausschnitt, den sie da gesehen hat, wirklich geschwärmt. Bestellst du die einfach mal? Und zwar The Dark Tenors, A Symphony of Light. Und jeder wird es mit dem Kopf schütteln, The Dark Tenors, was ist das? Also man darf sich das vorstellen, es sind klassische Melodien, also von der Ode an die Freude über, ich weiß gar nicht, was da alles, also es sind zig, also Beethoven, Mozart, es ist alles dabei, es ist, ja, ich war da, Wagner, ich bin da wirklich begeistert, also die Melodie, wir haben hier zum Beispiel die 5. Symphonie, wir haben die Moldau, wir haben die Sierra, Königin der Nacht, die Zauberflöte, Schwanensee, Silenzia, also lauter moderne Stücke, die man aus Opern, eben aus der klassischen Musik kennt. Zum Beispiel auch River Flows in You von Yiruma. Und River Flows in You war ja anfangs gehandelt als das Twilight-Schlaflied von Edward für Bella, was ich viel geiler fand als das, was man dann tatsächlich ja gewählt hat. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und darauf hat man jetzt eben diesen dunklen Tenorenchor und hat den Stücken Songs gegeben, also Stimmen, also wie soll man es anders sagen, also Text auf diese Stücke gepackt, und das finde ich sehr geil. Und mein Lieblingsstück ist Ode an die Freude. Ich bin ein riesen Fan sowieso dieser ganzen Symphonie und mag auch das englische The Song of Joy, oder wie das auch immer wieder heißt, ja, ich glaube, so hieß es. Ja,
Und hier ist das wirklich geil. Sind geile Stimmen, unglaublich tief und wirklich so dunkel. Und dann kommt eben diese Klassik und ich stehe da total drauf. Also ein absolut tolles Geschenk, was ich meiner Mama gemacht habe. Und läuft auf meinem MP3-Player hoch und runter. Ist nicht ganz geeignet fürs Lesen, weil es eben englische Sprache ist und gesungen wird. Und für mich ist ja teilweise englische Sprache Musik wirklich so, wie wenn ich deutsche Musik höre. Also das ist bei mir relativ ausgeprägt. Und dann fällt mir das Lesen ein bisschen schwierig. Ich lese ja wirklich eher mit Musik, die eben nur Musik hat, Melodie hat. Und aber sonst morgens, mittags, Auto, abends, bin ich mega begeistert. Also wer mal was ganz anderes sich anhören möchte, hört euch vielleicht einfach mal so einen Song an. Man kann ja auf Amazon auch Probe hören. Finde ich wirklich mega, mega, mega geil. Dann, nächstes Thema habe ich mir etwas gegönnt. Ich habe mir sozusagen ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk gemacht. Macht man ja nicht. Man gratuliert übrigens auch nicht vorher. erst wenn es soweit ist. Ich habe eine Mail bekommen. Ich bin bei web.de mit meinen Mails und da kam eine Mail, Audible testen. Ein halbes Jahr das Abo nutzen für 3,95 und dann eben regulär 9,99, glaube ich. Und Audible, wer es noch nicht kennt, das ist Hörbücher. Da kann man sich eben Hörbücher runterladen, eben normal für die besagten 9,95 im Monat. Ansonsten, glaube ich, halt der reguläre Preis. Ich glaube, man kann sich ja da mehr als ein Buch herunterladen, muss es halt dann regulär bezahlen. Und irgendwie dachte ich, es kommt die Zeit, wo du ja auf jeden Fall wieder mehr Hörbücher hören möchtest. Und nachdem ich ja jetzt keine Serie zum Suchten mehr habe, kann man das ja auch locker morgens einfach mal hören oder im Auto hören oder auf Wegen, die man läuft oder sonstiges. Und nach einigen Problemen auf meinem Handy habe ich es dann Freitagabend tatsächlich, ich glaube 23 Uhr, geschafft, mir die Audible-App herunterzuladen und bin jetzt Audible-Kunde und finde das sehr, sehr geil. Für 4 Euro im Grunde ja ein Buch lesen, hören, wie auch immer man das nennen möchte. Ich packe euch das Angebot einfach mal in die Infobox. Es ist jetzt, glaube ich, noch bis Ende Januar gültig, soweit ich richtig gelesen habe. Wer eben noch kein Audible-Kunde ist, kann das nutzen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist ja auch so, dass da nichts verfällt. Das heißt, wenn man mal einen Monat nichts herunterlädt, dann hat man halt im nächsten Monat 2. Also so habe ich es zumindest jetzt verstanden und das finde ich sehr cool, weil vielleicht wartet man auch gerne auf irgendein Buch und man sagt, das will ich hören, es erscheint aber vielleicht erst später oder wie auch immer. Bin ich sehr gespannt und mal ehrlich, 4 Euro für ein Hörbuch, da kann man echt nichts falsch machen, selbst die 10 Euro finde ich absolut okay. Und ich bin ja eigentlich wirklich eher im Sommer so ein Hörbuch-Kind, weil ich da wirklich lieber in der Sonne liege, auch Augen geschlossen halte und mein Gesicht gegen Sonne recke und ich vermisse das so. Und da ist natürlich Hören einfach schöner. Und vielleicht baut sich da jetzt dann nacheinander so ein bisschen ein kleiner Sub auf, den ich dann im Sommer einfach so mit mal runterhöre. Ich liebe Äugle tatsächlich auch mit Büchern, die ich schon hier habe, mir die einfach anzuhören, wie zum Beispiel Harry Potter. Werde das aber wahrscheinlich wirklich beschränken. Und es gibt auch irgendwie eine Kombination, wenn man mit dem Kindle hört, dass man dann eben parallel hören, lesen und man das irgendwie kombinieren kann. Wenn ich jetzt das Hören aufhöre und sage, jetzt will ich lesen, dann bin ich genau wieder da. Also irgendwie oder miteinander, ich weiß gerade nicht. Ich habe ja kein Kindle, deswegen weiß ich das nicht. Aber klang auf jeden Fall sehr cool für alle, die da eben gemischt unterwegs sein wollen. Also jeden, den es interessiert, guckt es euch mal in die Infobox an. Ist jetzt auch kein Angebot speziell von mir oder in irgendeiner Zusammenarbeit oder so. Nein, auch ich bin da einfach nur Kunde, habe eine Mail bekommen. Aber ich finde es einfach so cool, dass ich denke, das gebe ich einfach gerne als Info mal an euch weiter. Mein erstes Hörbuch, was ich jetzt höre, ist Elias und Laia. Ein Buch, von dem ich schon so viel Gutes gehört habe, schon länger auf der Wunschliste stand und jetzt vor kurzem ja die liebe Laura Newman davon geschwärmt hat. Ich glaube im Planlos Plauder November, wenn ich es finde, packe ich es in die Infobox. Und in, auch die liebe Patty, hat davon geschwärmt. Und wenn zwei so liebe Menschen über ein Buch schwärmen, ich meine, was bleibt mir anderes übrig, als es zu lesen, beziehungsweise jetzt zu hören. Und ich habe gestern Abend tatsächlich mal so ganz kurz reingehört. Man kann da auch wunderbar Geschwindigkeiten ändern. Ich finde ja ganz oft, dass E-Books unglaublich langsam gelesen werden. Und ich denke dann, das Buch hat, glaube ich, 15 Stunden Lesestoff, wo ich denke, das Buch ist doch nie über 1000 Seiten dick. Also ich würde mal so schätzen, ich lese so 90 Seiten pro Stunde. Kommt natürlich aufs Buch an, das ist logisch, auch auf die Schrift. Aber das wäre so,
was ich beobachte, was ich so in der Stunde schaffe. Und wenn ich das hochrechne, denke ich, das sind ja über 1000 Seiten. Das hat das Buch nicht. Also lesen die scheinbar wirklich sehr langsam. Sind wohl auch zwei Sprecher, wie ich das so in der Überschrift gelesen habe, bin ich sehr gespannt. Ich habe wirklich gesagt, nur mal so 3 Minuten reingehört, habe dann halt auch an der Geschwindigkeit rumgedreht und wenn man das dann 3-mal hochstellt, ich quietsche da ganz schnell und da versteht man gar nichts mehr, fand ich sehr gut. Aber so lese ich natürlich auch kein Buch. Also ich möchte das ja auch aufnehmen und verstehen und es soll ja nicht nebenbei laufen. Ja, finde ich sehr cool, werde ich jetzt hören. Das heißt, jetzt ist nicht nur der Tolino ständig im Gebrauch. Wie ihr gemerkt habt, die ganze Woche habe ich jetzt im E-Book gelesen. Jetzt kommt auch noch das Handy. Die Empfehlung war dann, glaube ich, von Vilja, wie ist das so mit Bluetooth-Kopfhörern? Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee, dass man dann eben einfach so sich durch die Wohnung auch bewegen kann, ohne das Handy mit sich rumtragen zu müssen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Überlegung. Gut, beziehungsweise kann ich ja mein Handy auch über mein Auto laufen lassen und dann weiterhören. Also ich bin da gerade wirklich, ja, ich werde vielleicht doch noch zum Technik-Freak, bin ich ja eigentlich nicht. Aber ja, ja, bin ich, freue ich mich. Ja, wer das Buch vielleicht schon kennt, gerne in die Kommentare, wie es euch so gefällt. Und ja, der Zettel ist soweit abgearbeitet sozusagen. Mich hat gestern ein Buch erreicht und da es der zweite Band ist und vielleicht manche den ersten kennen und noch nicht wissen, dass es den zweiten bald gibt, am Montag ist er erhältlich, Talon 2 Drachenherz von Julie Kagawa. Und ich finde auch das zweite Cover so, so geil. Ich mochte ja, der steht leider nur ein bisschen weit oben. Ich fand ja den ersten Teil so, so geil und ich bin so gespannt. Ich ja, vermute fast, es wird jetzt das nächste Buch zu lesen. Und ja, es ist wunderschön. Also ich finde es wunderschön. Und wie gesagt, mir hat auch der erste Teil so, so, so gut gefallen. Einfach die Thematik, dass es da jetzt einfach mal Drachen gibt, einfach mal was anderes aus der Fantasy-Welt und dass eben so Menschendrachen dann ja auch sind und die sich verwandeln können und einfach sehr cool und ich freue mich auf die Geschichte, wie es weitergeht. Und wie gesagt, ich glaube, es ist jetzt so direkt das nächste Buch, zu dem ich greife und es ist auch wunderschön drin gemacht. Also hier diese Drachenhaut, ich bin einfach hin und weg. Und es hat mich gestern erreicht, es ist ein Rezi-Exemplar und ich freue mich da unglaublich. Erscheint jetzt im Heine Verlag. Ich glaube, der 11. ist da das Datum und ja, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, sozusagen, ihr dürft euch freuen, der zweite Teil kommt jetzt. Und ja, das war soweit meine letzte Woche. Wie man auch hinter mir unschwer erkennen kann, ist die Weihnachtsdeko weg. Die kommt bei uns immer hoch, Neujahr, das ist der 6. Januar, dann eben weg und es ist alles unglaublich dunkel. Also ich vermisse meine Fensterlichter. Ich hatte ja auch im Schlafzimmer Lichter, die sich dann zwar mit Zeitschaltuhr gegen 11:30 ausgeschalten haben, aber es war so schön, in sein Schlafzimmer zu gehen und auch beim Lesen so dieses Licht und die Wohnung war hell und alles, ja, jetzt ist alles so grau und dunkel und dann war es die Woche auch noch so kalt und voller Schnee und ach, der Winter hat uns und ich, ja. Ich habe jetzt Montag, Dienstag frei. Ich sag's jetzt einfach mal, ich habe Dienstag Geburtstag und wollte mir da einfach schöne Tage machen, einfach entspannt auch am Geburtstag sein und ein bisschen feiern und Montag werde ich alles Mögliche backen und einfach nichts tun, beziehungsweise jetzt lesen oder hören. Jetzt habe ich ja komplett die freie Auswahl und ja, freue mich da schon drauf. Ich ja, brauche das einfach. Bei so einem Wetter würde ich am liebsten im Winterschlaf versinken, aber so viel frei habe ich einfach nicht. Und dann ist die Woche auch nur wieder kurz und ja, gucken wir einfach mal, was so passiert. Ja, ich denke, das war es soweit auch von mir. Guckt euch alle Links gerne in der Infobox an oder wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, gerne dann natürlich auch in die Kommentare. Würde ich mich natürlich wie immer sehr, sehr darüber freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.